Gut, dann würde ich sagen, lassen wir los, ganz, ganz pünktlich. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Webinar zum Thema Künstliche Intelligenz im Recruiting. Ich freue mich gleich, unseren Experten in diesem Thema, Roger Basler-Derocca, zu begrüßen. Bevor wir ins Thema eintauchen, noch kurz einige allgemeine Punkte vorweg. Falls irgendwelche technische Probleme mit dem Meeting auftauchen sollten, können Sie sich gerne im Chat auf unserer Webseite www.dualoop.com melden. Unsere Kollegen dort helfen Ihnen gerne weiter. Wenn Sie Fragen zum Inhalt haben, können Sie diese direkt mündlich stellen oder hier im Chat des Tools eingeben. Roger wird dann Ihre Fragen laufend oder in der Fragerunde gegen Ende des Webinars besprechen. Bitte beachten Sie auch, dass wir alle Teilnehmenden gemutet haben. Bei Inputs dürfen Sie sich natürlich dann selbstständig gerne wieder entmuten. Wir zeichnen das Webinar auch auf, allerdings werden nur die sprechenden Personen sowie der Bildschirm aufgezeichnet. Die Fragerunde werden wir dann nicht veröffentlichen, so können Sie Ihre Fragen ganz ungeniert stellen. Und die Aufnahme des Webinars werden wir dann auf YouTube zur Verfügung stellen. Da es heute dann vor allem um unseren Experten Roger und KI im Recruiting gehen soll, halten wir den Vorstellungsteil von Seiten Dualoop kurz. Ich bin Daniela Zwicker und bin bei Dualoop für das Marketing zuständig. Wir möchten mit Dualoop den Rekrutierungsprozess von A bis Z für unsere Kunden vereinfachen. Also von der Ausschreibung auf verschiedenen Jobplattformen über das Bewerbermanagement bis zur Zu- oder Absage. KI ist aktuell in aller Munde. Das heutige Webinar hat zum Ziel, Ihnen dieses Thema im Bereich Recruiting mit konkreten Tipps und Tricks näher zu bringen. Ich freue mich nun dafür, den KI-Experten und Trainer Roger Basler-Derocca begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Daniela. Und auch von meiner Seite, schöne, gute Mittag miteinander. Schön seid ihr heute mit dabei, live und in Farbe respektive. Ich sehe schon ein paar Gesichter. Das freut mich, wenn ich ein bisschen nicht nur auf die schwarzen Wände hier rauf gucken muss, aber nichtsdestotrotz schön haben alle hier eingeschaltet. Für die, die es noch nicht gesehen haben, im Chat drin haben wir einen Link, der letzte Link, der gesendet wurde, für eine kleine Abstimmung, das ist ein bisschen Interaktivität, auch zu gucken von wegen, welche KI-Tools sind allenfalls bereits im Einsatz. Und natürlich wird es auch eine Präsentation geben. Diese hängt, wie Daniel bereits gesagt hat, bereits im Chat drin, ganz oben angepinnt, kann man das Handout und das E-Book ansehen. Und ich wechsle auch gerne live rüber in meine Präsentation, das heißt, so ein bisschen gucken von wegen, was können wir im Recruiting-Bereich, gerade wenn es um künstliche Intelligenz und Co. geht, so ein bisschen erwarten, respektive auch umsetzen. Und sage ganz kurz zwei, drei Worte zu mir, damit Sie auch so ein bisschen wissen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt und auch so die Spielregeln versteht, respektive auch das Ganze einschätzen könnt. Mein Name ist Roger Basler-Derocca. Ich bin seit fast 25 Jahren in der IT unterwegs, mache gerade meinen Doktor in Künstliche Intelligenz und wir begleiten zahlreiche Unternehmen im In- und Ausland, gerade wenn es um digitale Geschäftsmodelle und Künstliche Intelligenz geht. Und dieses Slide ist nicht, um irgendwie etwas zu verkaufen oder abzuholen, sondern man sieht es bereits, ich habe so einen schweizer-spanischen Doppelnamen und das ist einfach, um zu sagen, man darf mich jederzeit unterbrechen. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wenn Fragen sind, irgendetwas unklar ist, gerne in den Chat reinschreiben. Ich sehe den hier auf einem meinen Bildschirmen da vorne. Man kann sich auch sehr gerne freischalten, respektive melden, sollte etwas sein. Ich werde am Anfang zwei, drei Folien so ein bisschen geben fürs Einstimmen und Eingrooven, ein bisschen zu sehen von wegen, ja, wohin geht da ein bisschen die Reise und was passiert. Was passiert da in dem Moment, wenn wir eben über künstliche Intelligenz sprechen? Und vielleicht geht es euch auch so ein bisschen so wie mir, gerade wenn es um KI geht, dass ihr ein bisschen wie keine Option mehr da irgendwie die Augen zu verschließen, egal ob es nun die Schulen sind, ob es die Unternehmen sind, ob es entsprechende Industriefirmen sind, die künstliche Intelligenz, die ganzen Large Language Models, die großen Sprachmodelle sind allgegenwärtig. Sei es beispielsweise im Büroalltag, wenn ich eine E-Mail heute kriege und diese automatisch mit Copilot zusammenfassen lassen kann, große E-Mails von Meetings oder Bewerbungen ganz einfach mal schnell mit zwei Klicks zusammengefasst und mit einem weiteren Klick auch schon mal freundlich mit zwei Rückfragen beantwortet. Solche Dinge sind heute möglich und dauern viel, viel weniger lang, wenn ich das mit Künstlicher Intelligenz nutze. Oder auch, wenn ich Präsentationen machen muss und ich weiß nicht, wo soll ich anfangen? Wie könnte das aussehen? Da gibt es mittlerweile Tools da draußen, die mir neben Dokumenten und Webseiten auch Präsentationen zu erstellen erlauben. Natürlich immer mitdenken, auch wenn ich ja sage, mach mir bitte mal so 10 Slides zum Thema Künstliche Intelligenz.
Das ist nur so ein bisschen, um entsprechend die Gehirnzellen anzuregen. Da kriege ich auch so 10 Tipps und Tricks gleich mit. Kann auch sagen, bitte mach mir gleich noch 1, 2 Bilder dazu mit KI in Blau und Schwarz. Und in dem Moment, wenn ich noch das entsprechende Layout auswähle, ich nehme da gerne so ein helles, vielleicht etwas mit Avenir, genau, drücke ich auf Generate und in dem Moment, wo ich einen Schluck Kaffee trinke, gehen die Algorithmen bereits an die Arbeit. Das eine layoutet, das zweite schreibt und das dritte ist im Hintergrund die Bilder am Erstellen. Das geht in ziemlich schneller Zeit. Wie gesagt, ich muss da immer noch drüber schauen, immer noch ein bisschen Hirnschmalz investieren. Aber für den ersten Wurf, warum auch nicht, um mal so ein bisschen das Ganze zu inspirieren, gerade wenn es vielleicht darum geht, eine neue EVP, eine Employer Value Proposition zu definieren oder mal sagen, von wegen, wie könnten wir ein Thema neu aufbereiten, wie könnten wir unsere entsprechenden Bewerbungen respektive auch die Präsentationen dessen auf den Webseiten anders gestalten. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Und auch im Rahmen von der Datenauswertung innerhalb von Copilot und innerhalb der geschützten Microsoft-Umgebung von SharePoint kann ich Datenanalysen machen, egal was ich hier habe, egal wie komplex die Tabelle ist. Ich habe hier ein fiktives Beispiel genommen von unserem Thermostat zu Hause, um mal zu gucken, von wegen, was steckt dahinter. Und mit 2 Klicks kann ich das Ganze visualisieren. Ich muss nicht Pivot in- und auswendig können, ich muss keine Formeln wirklich mehr verstehen, natürlich schon, aber nicht mehr reintippen. Das macht mir mittlerweile die entsprechende künstliche Intelligenz. Und wir wissen grundsätzlich natürlich, die meisten Jobs da draußen irgendwo, sobald ich eine Schnittstelle habe zu einem Computer, sei es ein Interface, eine Software, wird irgendwo durch eine Automation in irgendeiner Art und Weise natürlich irgendwie beeinflusst sein. Aber auch natürlich in dem Moment nicht irgendwie zu unterlassen nehmen und auch zu sagen, natürlich werden sich gewisse Prozesse werden sich automatisieren lassen, gewisse nicht. Ob es dann wirklich komplett sein wird, das werden wir noch sehen. Aber momentan gibt es so ein bisschen 2 Lager und ich werde heute Abend vor allen Dingen auch das aufzeigen, was eben noch möglich ist, weil allen Unkenrufen zum Trotz künstliche Intelligenz, sie wird uns mittelfristig zumindest noch dazu bringen und zwingen, dass wir ein bisschen mehr arbeiten werden, indem wir eben die entsprechenden Tools nutzen, besser verstehen, was auch so ein bisschen da dahinter steckt. Und ich freue mich natürlich immer, wenn da mitgefragt und mitgedacht wird, respektive wenn wir das Ganze auch so ein bisschen mitgestalten können. Und ich gucke mal von wegen, ob die Präsentation sich hier auch mit dem Menti gleich anzeigen lässt hier. Das dauert mal so 2, 3 Sekunden, ob sich das wirklich übertragt. Ja, mal schauen, noch nicht ganz. Ich sehe allerdings die meisten jetzt, zumindest bei mir sieht es so aus, auf dem Bildschirm ist nicht ganz übertragen. Die meisten nutzen offensichtlich jetzt so ein bisschen GPT-4, ein bisschen Gemini, ein bisschen Midjourney, ein bisschen Musik wird auch gemacht. Das ist wunderbar. Gerne nochmals reingucken und abstimmen. Ich werde nachher sehr gerne am Schluss nochmals die Präsentation die Abstimmung zeigen. Aber was werden wir heute anschauen? Was werden wir anschauen in den nächsten rund 40 Minuten? Wir werden so ein bisschen eintauchen in die Möglichkeiten, so ein bisschen, was passiert da draußen, was so ein bisschen der Status quo. Nach diesen rund 5 bis 6 Minuten werde ich so ein bisschen in den KI-Markt, im Recruiting eintauchen, mit Tools, die helfen, mit Prompting-Ideen, mit Praxisbeispielen und zahlreichen Links, Tipps und Tricks, die Sie auch sehr gerne ausprobieren können. Wir werden auch ein bisschen LinkedIn anschauen, was da noch so ein bisschen abgeht, respektive passiert, damit wir auch da verstehen, von wegen, wie kann ich das besser einsetzen und nutzen. Und wie bereits gesagt, wir werden am Schluss nochmals eine kleine Fragerunde aufmachen, aber nichtsdestotrotz, bitte jederzeit Fragen stellen im Chat drin oder sich melden, dann werden wir uns da sehr gerne auch melden, weil natürlich KI, das steht für künstliche Intelligenz, aber wir sagen auch ganz oft KI, das steht für kann ich nutzen, aber ich kann nur nutzen, was ich verstehe, respektive wo ich so ein bisschen dahinter blicke. Und damit das Ganze ein bisschen praktisch, pragmatisch geht, ein kleiner Einblick jetzt gerade, was so ein bisschen der Status quo ist, weil wenn wir so ein bisschen draußen auch mit den Firmen unterwegs sind und mit künstlicher Intelligenz, gerade wenn es beispielsweise um Unterlagen geht oder wenn es um Bewerbungen geht oder wenn es um irgendwelche Dokumente geht, bis hin zu Bachelor- und Masterarbeiten, wir sehen immer mehr, dass die KI nicht mehr so zu 100%ig erkennbar ist, das heißt, sie verschmelzt und verfließt immer mehr in unser menschliches Handeln. Was heißt das grundsätzlich? Bis noch vor ein paar Monaten
war es eigentlich ziemlich eindeutig, einen Text mit KI zu erkennen, weil ein Menschentext, das sehen wir hier in der Demonstration, der hat eine Färbung, Menschen haben Präferenzen, Maschinen haben das nicht. Wenn eine Maschine einen Text schreibt und einen Algorithmus, dann sieht er immer sehr, sehr flach aus, von der Temperatur eher so ein bisschen im grünen Bereich, das heißt nicht viele Nuancen, nicht viel Abwechslung. Beim Menschen ist das anders. Man sagt auch heute noch, dass die meisten Leute erkennen, was ein KI-Text ist. Allerdings, wenn wir es dann wirklich mal prüfen, da gibt es Software draußen, wie zum Beispiel Originality. Da wird man sehen, dass in allermeisten Fällen kann man nicht erkennen, ob jetzt das ein Algorithmus mit künstlicher Intelligenz oder ein Mensch geschrieben hat. Allen voran, wenn man so ein bisschen versteht, dass die natürlich die Systeme immer da updaten, von uns lernen, nicht live, aber mit den neuen Updates werden neue Nuancen reingebracht. Und das heißt, es ist immer schwieriger zu erkennen, ja, was ist jetzt echt und was nicht. Das bedeutet übrigens auch beispielsweise im Bewerbungsprozess, dass man ein bisschen aufpassen muss natürlich, welche Leute bewerben sich bei mir oder verstecken sich gewisse Leute vielleicht hinter anderen Bildern, die nicht existieren. Diese Menschen hier übrigens, die existieren nicht. Und wer sein oder ihr Handy jetzt gerade bei sich hat, darf sehr, sehr gerne kurz das Handy zücken oder auch auf dem Laptop eintippen, weil wenn man auf die Webseite geht, thispersondoesnotexist.com oder eben diesen QR-Code abscannt und die Seite neu laden tut, das heißt neu laden, oben links oder rechts mit dem entsprechenden Ladezeichen oder einfach nochmal Enter drücken, dann entstehen immer neue Menschen. Diese Gesichter, die man da sieht, die gibt es grundsätzlich nicht. Das heißt, gerade wenn ich da irgendwie vielleicht mal drauf gehe und mal gucke von wegen, ich schicke auch sehr gerne den Link hier noch im Chat drin, dann wird man sehen, oh mein Gott, die Menschen, die sehen ja ziemlich echt aus, natürlich nicht irgendwie immer perfekt, aber das ist etwas, was heute natürlich möglich ist und nicht immer ganz einfach erkennbar ist. Dieses Projekt übrigens gibt es seit 2018 von einem NVIDIA-Engineer, wurde das gemacht schon. Das heißt, die haben auch schon 5, 6 Jahre auf dem Buckel und wissen auch von wegen, wie es immer besser gemacht wird. Aber keine Angst natürlich, gerade wenn es um diese Erkennung geht, jetzt im Gegensatz zum Text. Bei Bildern erkennen wir es sehr wohl noch. Das liegt daran übrigens, dass wir Bilder anders erstellen. Das heißt, gerade wenn es um KI-Bilder geht, da ist ein kleines Rauschen drauf auf den Bildpixeln. Und das ist immer noch erkennbar. Da gibt es solche Software wie diese hier. Hive Moderation heißt die. Und mit Hive Moderation kann ich grundsätzlich hingehen und Content erkennen. Das heißt, ich kann genau solche Bilder erkennen damit. Ich muss ganz kurz hier nochmal so abspielen, so, wie ihr auch gleich hier seht. Und das heißt, wenn ich da ein Bild hochlade, ein Screenshot jetzt beispielsweise, also ein Screenshot von einem Screenshot von einem Screenshot ist auch noch möglich, dann sieht man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben, ob dieses Bild mit KI erstellt wurde, ob diese Person eben existiert oder nicht. Und ich schicke auch sehr gerne hier diesen entsprechenden Link dazu, da kann man sehr gerne mal ein bisschen ausprobieren, respektive schauen, wie das Ganze funktioniert. Und dass wir uns richtig verstehen, also gerade wenn wir so ein bisschen im Corporate-Bereich unterwegs sind, künstliche Intelligenz, das ist natürlich ein allgegenwärtiges Thema und auch die entsprechenden Legislaturen versuchen da mitzuhalten. Es gibt eine Kennzeichnungspflicht nach EU-Recht, die ist noch nicht überall ratifiziert. Das heißt, Deutschland hat es so ein bisschen auf der Kippe. In der Schweiz ist vor allen Dingen bei Zeitungen respektive bei Multimedien wie beispielsweise Radio und TV. Es ist wichtig, dass man das deklariert, was sind KI-Bilder und was nicht. Aber natürlich auch die ganze Industrie, allen voran Adobe beispielsweise, arbeitet sehr stark daran, dass Bilder gekennzeichnet werden. Man sollte zumindest, wenn man KI nutzt, das Ganze deklarieren. Jetzt, ob sich dann die Bewerberinnen und Bewerber auch so offen zeigen und sagen, übrigens, ich habe hier mein Bewerbungsschreiben mit ChatGPT optimiert oder geschrieben und damit eine Kompetenz zeigen, dass das Ganze möglich ist. Ich meine, je nachdem kann er schon sagen, von wem du, ist eine ehrliche Haut, respektive schätze ich sehr und zumindest weiß die Person, wie sie die Technologie richtig einsetzen kann. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, die KI ist nicht mehr wegzudenken und es gibt zahlreiche Möglichkeiten, was da draußen ist. Die erste Frage kommt schon im Chat, vielen lieben Dank dafür. Müssen Bilder gekennzeichnet werden, auch Texte? Das kommt so ein bisschen drauf an. Ein journalistischer Text, der recherchiert wird, respektive der auch eine gewisse Meinungsbildung in sich hat, hat ein Potenzial zur Irreführung. Das heißt, da muss man deklarieren, was wurde und wie wurde es mit KI allenfalls recherchiert, respektive auch erstellt. Ein Webseitentext, ist jetzt die Frage, soll ich einen Webseitentext jetzt deklarieren, dass ich den mit KI geschrieben habe, solange es ein Corporate-Text ist, wo ich die Hoheit drüber habe und ich weiß ganz genau, was ein bisschen dahinter steckt? Grundsätzlich nicht. Das muss jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass da irgendwas passiert. Es gibt mittlerweile sogar einen kleinen Trend da draußen, wo man hingeht und sagt, ich habe beispielsweise das Ganze nicht mit KI geschrieben.
Das heißt, es gibt wirklich so ein Label da draußen, das nennt sich notbyai.fyi, also for your information. Und da kann man hingehen und beispielsweise seine Webseite oder ihre Webseite hingehen und sagen, du, ich habe das mit menschlicher Intelligenz geschrieben. Die sagen jetzt zum Beispiel, solange man nur 10% KI nutzt, ist es immer noch menschlich. Aber die Frage ist, wie viel ist 10%? Na, bei einem Text von 2000 Wörtern wären es 200 Wörter. Soll man das irgendwie so deklarieren oder nicht? Das ist freigeschaltet. Ich glaube, bei Bildern, auch bei Videos, ist es einiges frappanter und eben auch, wenn man eine entsprechende Aufklärungspflicht hat als Medium, sollte man das auch wahrnehmen. Ich hoffe, das hat die Frage soweit beantwortet im Chat und sonst gerne nochmals nachschreiben, respektive sich melden, sollte das nicht der Fall sein. So. Gut, ich gucke noch kurz, ob da was kommt und sonst gehen wir auch gleich weiter, respektive schauen mal von wegen, danke für das Feedback hier, dass das Ganze auch so entsprechend funktioniert. So, und natürlich werden wir das Ganze auch so ein bisschen natürlich noch in Tiefe anschauen. Ich habe allerdings die ganzen Möglichkeiten, die es da draußen gibt, respektive die Sachen, die man machen kann im Rahmen von KI und Recruiting, auch nochmal zusammengefasst, das heißt so ein bisschen von wegen, was da möglich ist und wie man da vielleicht auch damit arbeiten kann. Auch diesen Link teile ich sehr, sehr gerne nochmals im Chat hier. Das sieht man hier nochmal eingeblendet. Da kann man sehr gerne noch ein bisschen nachlesen und auch natürlich die ganze Kennzeichnungspflicht etc. Auch das gibt mittlerweile sehr viel transparente Möglichkeiten, das natürlich entsprechend zu verstehen oder eben auch das Ganze zu deklarieren. So, und damit das natürlich irgendwo auch noch praktisch irgendwie genutzt werden kann, respektive auch irgendwie für Sie im Verständnis irgendwo verständlich ist, habe ich natürlich das Ganze auch noch so ein bisschen aufbereitet, praktisch, pragmatisch für den Alltag. So, was heißt das konkret? Ich habe mal so ein, zwei Tipps und Tricks mitgebracht, wie man KI nutzen kann im, nicht nur Recruiting, aber auch allgemein im HR-Bereich, um das Ganze zu verstehen. Das Erste, was ich gerne zeigen möchte, so ein bisschen praktisch, pragmatisch, ist die Möglichkeit, mit Dokumenten zu sprechen. Wir haben ganz viele Dokumente immer, das heißt PDFs, Portable Document Formate in dem Moment, das heißt PDFs, die uns vielleicht Reglemente geschickt werden oder allenfalls entsprechende Updates vom Gesetzgeber gibt oder auch Reglemente und so weiter. Und da gibt es mittlerweile Tools da draußen, also Plattformen, die kann man nutzen. Ein davon wäre natürlich Adobe. Adobe bietet in ihrer Creative Suite die Möglichkeit dann, mit einem KI-Assistenten oder Assistentin mit Dokumenten zu sprechen. Kostet momentan $5 pro Monat und kleiner Haken hat das Ganze, es ist nur auf Englisch verfügbar momentan. Also die Dokumente müssen Englisch sein und der Chat ist auf Englisch. Aber keine Angst, nicht verzagen Roger fragen. Es gibt natürlich eine andere Plattform da draußen, die das erlaubt. Mit chatpdf.com kann ich hingehen und Dokumente analysieren, respektive das Ganze ein bisschen besser verstehen. Chatpdf.com kommt aus Deutschland. Ist kostenlos in dem Moment. Ich kann das nutzen im Rahmen von 2 PDFs kostenlos pro Tag, 120 Seiten, respektive 32 Megabyte und kann dann ganz tolle, komplizierte Dokumente hochladen. Hier ein Beispiel von einem Kunden von uns, der momentan versucht, so ein bisschen mehr Menschen mit einem entsprechenden Hintergrundwissen zur Bauverordnung zu finden. Nicht immer ganz einfach. Und das schreibe ich jetzt in so eine Stellenausschreibung rein. Also haben wir mal die entsprechende Landesbauordnung reingeladen. 300 Seiten und man kann mit ChatPDF das Ganze zusammenfassen lassen. Innerhalb von Sekunden geht das hin und kann ich natürlich das Ganze ansehen. Das heißt, gerade wenn ich so eine Bauleitung suche, dann sehe ich hier von wegen, was da rein muss und ich kann das Ganze mit Referenzen versehen. Das heißt, ich kann mit ChatPDF ein Dokument reinladen, nachher Konversations führen, einen Dialog führen. Das heißt, ich kann da hingehen und das ganze PDF befragen. Das ist insofern spannend, weil einerseits komme ich da ziemlich schnell an ein Fachwissen ran, nicht in der Tiefe, aber zumindest um das Ganze umzusetzen. Ich kann es auch mehrsprachig machen, sprich ich kann sagen, mach es mir auf Italienisch, das Dokument ist vielleicht eine andere Sprache, geht auch. Und ich kann das Ganze auch kontextbasiert nutzen, das heißt, ich kann das Ganze beispielsweise für Projektleitungen so runterbrechen, wenn ich jetzt da neue Personen suche, neues Personal suche, kann ich das in diesen Kontext stellen. Sagt das dem PDF-Chat auf der rechten Seite und das Ganze geht dann doch ziemlich einfach, weil in dem Moment kann ich natürlich das Ganze übernehmen, respektive mir kontextualisieren. Alles, was wir hier sehen, wird referenziert, kann ich draufklicken, kann ich überprüfen, ist es effektiv so, kann ich rauskopieren, kann ich weiterverwenden. Das heißt, gerade mit chatpdf.com habe ich die Möglichkeit, kompliziertere Sachverhalte, sprich Dokumente, zu verstehen,
besser zu hinterfragen und eben auch schneller auf den Punkt zu kommen. Wichtig ist nur natürlich, dass man gerade, wenn man solche Dokumente nutzt, immer die VIP-Daten beachtet. VIP, das steht für vertraulich, intern und Personendaten. Das heißt, in dem Moment, diese VIP-Daten, egal wo man das Ganze hingeht, solange es irgendeine WW-Adresse hat, bitte nicht hochladen. Also bitte keine Lohnausweise hochladen oder ganz interne Dokumente dann bitte auch nicht. So, aber grundsätzlich, ich kann das Ganze hier nutzen, um beispielsweise entsprechende Reglemente oder Themen zu erfassen. Es geht übrigens noch weiter. Ich kann natürlich auch gerade in dem Moment beispielsweise Grafiken analysieren lassen. Ich habe hier so eine ganz komplexe Grafik gefunden von so einem KI-Index. Der kommt von Stanford. Das ist nicht immer ganz einfach zu verstehen. Und da habe ich so eine Grafik, wo ich gerne wissen würde, von wegen, was steckt dahinter. Und das Schöne ist, die ganze KI-Möglichkeit hat auch eine sogenannte Vision, also eine Bilderkennung, also Vision. Da kann ich einen Screenshot machen und die KI jetzt rechts hier kann mir das Ganze erfassen. Das dauert so 2-3 Sekunden länger, weil ich muss das Ganze natürlich erstmal fotografieren und dann analysieren. Und jetzt kriege ich aber gleich eine Erklärung, was auf dieser Grafik steht. Das Tolle ist, auch wenn das Ganze kompliziert ist, ich gehe da oft hin und sage, erkläre es mir einfacher, dann macht es das auch. Oder, Bonustipp hier, man kann mit ganzen Ordnern sprechen, also ich kann einen Ordner anlegen jetzt in dieser Lösung, mehrere Dokumente reinziehen und sagen, bitte fasse mir die ganzen Dokumente übergreifend zusammen. Oder ich habe eine Frage, übergreifend sind Themen, also gerade wenn ich Reglemente habe oder auch entsprechende Verordnungen oder sonstige Themen, dann kann ich das Ganze relativ einfach zusammenfassen lassen, sehe dann auch gleich, wo steht was drin, kann das Ganze weiterverarbeiten, habe die Referenzen drin und kann das Ganze nutzen. Das heißt, in dem Moment intelligenter mit Dokumenten sprechen, nicht nur mit einem, sondern auch mit zwei, auch mit drei, auch die Grafik analysieren lassen, extreme Zeitersparnis bei uns im Daily Business nicht mehr wegzudenken. Und wenn das auch hilfreich ist, sehr gerne in den Chat kurz reinschreiben, wem das gefällt, respektive wem das allenfalls helfen könnte. Ich habe auch gleich noch eine weitere Idee dazu, weil natürlich man kann noch viel, viel mehr draus machen. Wir haben beispielsweise jemand mit diesem Tool hier, mit Chat-PDF, mit einem Video-Avatar-Tool, das nennt sich HeyGen, also HeyGen. Das kann man Avatar erstellen, die sehen dann so aus und ich lasse mal ganz kurz hier laufen, die bewegen sich nur so ein bisschen, Ton wird man nicht groß hören in dem Moment, aber was die können ist, die können Dinge erklären, relativ einfach. Was heißt das? Ich kann die in mehreren Sprachen anlegen, das bin jetzt übrigens ich. So. Und das geht nur darum, dass ich natürlich hier einen Avatar nutzen kann und wir haben das insofern genutzt, indem wir Reglemente mit Chat-PDF zusammengefasst haben, für Onboarding-Prozesse nutzen und dort Avatare in unterschiedlichen Sprachen erstellen. Das heißt, das PDF erlaubt uns, das Wichtige zusammenzufassen, daraus erstellen wir einen Text, das geben wir dann dem Avatar. Und der Avatar kann sozusagen dann die Informationen, jetzt hier zum Beispiel für Gefahrenguttransport gibt es ganz wichtige Instruktionen, die muss man ihm wieder schicken und die kann man dann ganz bequem im Internet respektive jetzt in dem Fall auf Beehive das Ganze anschauen, kann das Ganze angucken und natürlich dann auch in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung stellen. Ja, das heißt, auf Portugiesisch, auf Italienisch, auf Französisch, auf Deutsch, auf Englisch haben wir das gemacht. Zu einem Bruchteil der Kosten natürlich und können das Ganze natürlich auch weiterverwenden für weitere Dienste. Natürlich immer wissen, dass das Ganze nochmals geprüft wird. Aber gerade, wenn ich mit Dokumenten sprechen will, sprichwörtlich chatten oder auch natürlich das Ganze mit Avatar nutzen kann, kann ich das sehr gerne einsetzen. So. Vielen lieben Dank schon mal fürs erste Feedback. Wenn ich da so ein bisschen Emojis sehe, freut mich das immer. Zumindest weiß ich, die Verbindung ist stabil. Genau. Gibt es gerade Fragen zu diesem Punkt hier? Mit Dokumenten sprechen können, eben mit Chat, PDF oder auch in Zukunft mit Adobe, sobald das dann auch auf Deutsch verfügbar ist. Natürlich umso besser. Momentan, wie gesagt, das Ganze nur auf Englisch verfügbar. Auch hier gerne der Link. Die ganzen Dokumentationen und Links sind natürlich auch im Handout mit drin. Ich warte mal ganz kurz, nehme einen Schluck Kaffee und warte mal, ob noch eine Frage kommt hier. Alle immer sehr schüchtern in der Schweiz, das ist schon, ne? Kein Problem, sicher. Gut, so, sonst sehr gerne melden, sehr, sehr gerne, wenn ich mich da noch ein bisschen austoben, respektive informieren kann. So,
Und natürlich geht es weiter. Neben das, dass ich mit Dokumenten sprechen kann, gibt es noch weitere Möglichkeiten, um mit KI noch ein bisschen besser arbeiten zu können. Viele von Ihnen haben vielleicht schon vom sogenannten Prompting gehört, also die Eingabeaufforderung bei den ganzen KI-Tools. Prompting, was viele nicht wissen, das kommt übrigens ursprünglich aus der Psychologie. Alle, die Kinder haben zu Hause, die prompten ein Leben lang ihre Kinder. Das heißt, man versucht mit sehr direkten Instruktionen ein Wunschergebnis zu erreichen. Wer Kinder hat, weiß nicht immer ganz einfach. Das heißt, ich versuche irgendwie ein System oder einen Mensch oder in dem Fall eine KI schneller zum Ziel zu führen. Ja, bei Kindern ist es ganz einfach. Bitte Schuhe draußen ausziehen. Ja, bitte Mund zu beim Hatcher, respektive beim Kauen. Ja, und das heißt, natürlich ist dasselbe Prinzip auch bei KI möglich. Ein Prompt, eine Eingabeforderung, einen Dialog mit einem System, der ist immer so ein bisschen gleich logisch aufgebaut. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld überlegen, was will ich genau? Welches Ziel will ich erreichen? In welchen Ressourcen und natürlich in welchem Format und Stil will ich das Ganze haben? Ist übrigens völlig transparent auf allen KI-Modellen gleich, egal ob es jetzt ein ChatGPT ist, oder ein Co-Pilot, da gibt es ganz offizielle Anleitungen, also man muss sich nicht einen komplizierten, teuren Prompting-Kurs oder Prompting-Anleitung kaufen, das ist alles kostenlos verfügbar, jetzt beispielsweise von Microsoft, die das ganz wunderbar erklären, was eine Eingabeaufforderung ist, bei Copilot zum Beispiel, oder eben mit ChatGPT arbeitet ebenso. Und was ich hier so ein bisschen mitbringe, sind zwei Dinge. Einerseits von wegen, wie ich das noch besser nutzen kann, beispielsweise mit ChatGPT oder auch mit anderen Tools, damit das Ganze ein bisschen besser verständlich wird. Zuallererst möchte ich allerdings was vorausschicken, und zwar, dass die besten Ergebnisse, gerade wenn es um ChatGPT und Co. geht, dann erreicht werden, wenn ich sogenannte Custom Instructions, benutzerdefinierte Anweisungen hinterlege. Vielleicht ganz kurz in den Chat reinschreiben, wer von euch nutzt bereits ein ChatGPT, das individuell konfiguriert wurde, also wo ich hingehe und sozusagen meine Sprache, meinen Input, mein Output definieren kann, sodass das Ganze nach mir klingt. Warte mal ganz kurz, ob da allenfalls was kommt. Dann freue ich mich immer, wenn ich das ein bisschen zeigen kann, respektive auch gleich noch live rübergehen, damit man das Ganze besser sieht. So, kurz warten, ob da was reinkommt hier. So, ich erkläre ganz kurz, was dahinter steckt und zeige es Ihnen sehr gern live, damit wir auch verstehen, von wegen, was es für einen Effekt hat. Sogenannte benutzerdefinierte Anweisungen oder ChatGPT individuell konfigurieren. Das ist eine Funktion, die ist auch in der kostenlosen Version hinterlegt. Und ich habe einen Blogartikel, das ist auch verlinkt im Handout, wo drin steht, wie das Ganze funktioniert. Ich werde es gleich live zeigen, werde aber allerdings 2, 3 Punkte vorausschicken, damit man das Ganze besser versteht. Die individuelle Konfiguration bei ChatGPT erlaubt uns nämlich, dass ich ChatGPT sagen kann, wer bin ich und wie viele, respektive in welchem Bereich bin ich unterwegs, was ist mir wichtig und wie soll ChatGPT reagieren. Das wird in 2 Feldern definiert. Oben das Input, wer bin ich und was ist mein Bereich. Unten, wie soll ChatGPT reagieren, das ist der Output-Bereich, wo ich sage, wie der Schreibstil respektive der Output generiert werden soll. Ganz wichtig, die Sprachmodelle basieren auf viel Sprachinput. Das heißt, ich sollte natürlich auch verstehen, dass das Ganze abhängig ist davon, was ich eingebe. Und ich zeige das sehr gern live. Gehen wir ganz kurz hier rüber und wechsle auf meinen Browser, damit man es ein bisschen besser versteht und auch gleich mal live sieht, was da allenfalls dahinter steckt. So, dafür gehe ich jetzt gleich mal hier rein. So, mal schauen, ob das gleiche kommt hier. Wunderbar, das sieht doch schon mal gut aus. Ich bin hier auf ChatGPT. Ja, die meisten von Ihnen haben hier ChatGPT 4o im Einsatz. Nicht erschrecken, ich habe noch 1, 2 Funktionen mehr hier drin. Macht aber gar nichts, man kann das ganz genau gleich nutzen. Oben rechts klicke ich auf mein Bildchen hier. Es kann sein, dass bei den einen das unten links ist, je nachdem. Das kommt ein bisschen auf die Version drauf an und auch das, was man so ein bisschen im Einsatz hat. Wichtig ist nur, es ist hier bei ChatGPT individuell konfigurieren und wir sehen hier, ich habe hier Texte eingegeben, wie zum Beispiel das hier. Ich mache es mal ein bisschen kürzer, damit es ein bisschen pragmatischer ist. Ich sage zum Beispiel, ich bin Rüdiger und ich liebe Drachen. So, ich mache bewusst ein sehr plakatives Beispiel, damit ihr nachher besser seht, von wem was dahinter steckt. Und beim Output sage ich jetzt nicht, du bist informativ, sachkundig, vertrauensvoll, Fachbegriffe, logisch und du schaffst das scharfe S ab, weil es immer so ein bisschen stört. Und ich sage, antworte immer in Reimform und baue das Wort Dracarys ein. So, alle Nerds von Game of Thrones seien gegrüßt an der Stelle. So,
Und was das Ganze jetzt macht hier, ich habe das jetzt vorkonfiguriert und natürlich, wenn ich jetzt irgendwas schreiben soll, dann sollte ChatGPT das berücksichtigen. Versuchen wir es mal. Ja, immer so ein Test, wie das funktioniert. Ich sage hier, erstelle mir eine E-Mail für meine Chefin. Ich bin nämlich krank. So. Und dann kommt hier, vielleicht nicht recht, Husten, Ruhen, Arzt, Energie, dringend, ohne Fail, bin ich krank, verzaubert, herzlichen Grüßen und PS, Dracarys. Na super, das ist doch schön. Ja, so. Wenn ich noch hingehe und sage, unterschreibe es bitte, na, mal schauen, ob es mein Rüdiger erkennt hier. Name der Chefin, Kopf geht ihm gut, mir geht es schlecht, gar nicht recht, Husten, Ruhen, schnell, gell, tipptopp. Ah, das hat es nicht genommen. Oh, es wünscht mir immer eine gute Besserung. Das ist auch noch gut. Ja, so. Was man hier sieht, ist grundsätzlich, GPT hat verstanden, wer ich bin, was ich auch entsprechend möchte. Und es hat das Ganze natürlich jetzt wunderbar hier umgesetzt. Das heißt, wenn ich hier hingehe und sage, ich möchte das Ganze irgendwie nutzen, egal in welcher Form und Weise, egal was ich hier möchte, dann versteht das Ganze ja, natürlich, wenn ich das falsch schreibe hier, ja, dann seht ihr von wegen Wut, Glut, entfacht, Nacht, Flügel, Schatten und so weiter. So. Da kommen die Drachen rein, der Chaos kommt rein, etc. pp. Das ist ein reines Beispiel, um zu sehen, von wegen, was hier wichtig ist. So. Und warum sage ich das? Weil wir ganz oft natürlich Themen haben, wo es darum geht, ich möchte zum Beispiel etwas schreiben, das nach uns klingt. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich hingehe und sage, ich möchte gerne eine Stellenanzeige definieren oder entsprechend etwas machen, wo ich vielleicht einen Tone of Voice brauche, also einen Company Voice, und dann wäre es doch hilfreich, wenn das Ganze nach mir klingen würde. Zum Beispiel, werden wir auch gleich nochmal sehen, habe ich ein paar Prompts mitgebracht, wie man das Ganze einsetzen kann, beispielsweise bei Stellenanzeigen, und da werden wir auch gleich rüberwechseln nachher, wo ich das Ganze nutzen kann. Ich werde dazu ganz kurz hier das abschalten, damit wir nicht mehr diese Dracarys-Form haben hier, so. Und ich habe einen Prompt mitgebracht hier über eine Stellenanzeige für die Position. Das nehmen wir hier Prompt Engineer, das ist immer gut. Mit Fokus auf mit HR und Marketing Kollaboration. So, Überblickstelle und Team enthalten. So. Wir sind aus Winterthur, 10 Personen, 4 Tage Woche und Remote Arbeit mit 6 Wochen Ferien. So, jetzt gucken wir kurz hier, was hier passiert. Da kommt eine Stellenanzeige, nimmt das alles mit. Und man sieht übrigens, ich habe ja ein paar Fehler eingebaut. Das heißt, alle, die unter uns auch so ein bisschen mit Legasthenie zu kämpfen haben manchmal, ja, wie ich auch manchmal, das Wort drin, das macht überhaupt nichts. ChatGPT verzeiht das alles, es schreibt das alles wunderbar. Und man sieht hier bereits, das Ganze kommt wunderbar rüber. Jetzt, warum zeige ich das so in der Art und Weise? Ich habe jetzt diesen Prompt, und ich werde den gleich nochmal ausführlich zeigen, so gemacht, dass ich jetzt keine benutzerdefinierten Anweisungen dahinter habe. Das heißt, das Ganze klingt noch nicht nach mir. Wenn ich das Ganze aber machen möchte, das heißt, wenn ich hingehen möchte und sage, ich möchte zum Beispiel jetzt das Ganze nach mir klingen lassen, wechsle ganz kurz rüber hier auf meine Custom Instructions, hole die nochmals hier zurück, damit das Ganze auch ein bisschen pragmatischer wirkt hier. So, gehen wir kurz hier rein. So, die nehme ich hier raus. Dann nehme ich das hier rein. So, und speichern. So, wir sehen hier, dass diese Stellenanzeige Prompt Engineering ziemlich okay klingt hier. Aber noch nicht irgendwie ganz nach uns. Es klingt so ein bisschen allgemein irgendwie und ich möchte das Ganze aber nach mir klingen. So, ich nehme das jetzt hier raus. Mache es nochmal kurz neu. Und guck mal von wegen, wie es ausschaut, wenn ich das Ganze mit meinen benutzerdefinierten Anweisungen mache. Ah, ist jetzt innovativ drin. Techniker finde ich auch gut. Effizient, effektiv, mag ich auch. Kreativ, technisch, okay. So, ich sehe schon, da ist ein bisschen mehr Nuance drin. Ja, es formatiert es auch wunderbar hier. Tipptopp, Fähigkeiten. Habe auch ein bisschen was reingepackt hier. Sehr schön. So, jetzt. Wenn ihr das Ganze natürlich austesten könnte, müsste man jetzt selbst natürlich die eigenen benutzerdefinierten Anweisungen hinterlegen. Aber nichtsdestotrotz, wir bringen hier zwei Dinge zusammen. Einerseits die sogenannten benutzerdefinierten Anweisungen, die hinterlegt sind und damit den Schreibstil definieren. Und gleichzeitig habe ich einen Prompt gemacht, der mir hilft, das Ganze ein bisschen pragmatisch, praktischer umzusetzen, respektive schneller zum Ziel zu kommen. Das Ganze, dieser Prompt hier, den zeige ich auch gerne hier live.
ist eine Möglichkeit, um eben in weniger Aufwand besser Ressourcen, respektive auch Zeit einzusetzen. Und das Ganze kann ich natürlich in dem Moment viel, viel besser natürlich entsprechend einsetzen, respektive auch nutzen, wenn ich verstehe, wie das Ganze aufgebaut ist. So, dazu zeige ich kurz den Prompt. Ich habe ein paar Prompts mitgebracht hier. Einerseits ein Stellenanzeige-Prompt. Man sieht hier, erstelle eine detaillierte Stellenanzeige für die Position, Jobtitel mit Fokus auf. Und man kann es natürlich noch ergänzen. Ganz, ganz wichtig. Wichtige Informationen kommen zum Schluss, wenn sie ergänzend sind. Das Wichtigste kommt zuerst. Und hier habe ich einen sogenannten Stellenanzeige-Prompt. Das Ganze kann natürlich auch für weitere Prompts genutzt werden. Ich habe in der Dokumentation aus Zeitgründen jetzt auch natürlich noch ein paar mitgegeben, die Sie, die ihr sehr gerne ausprobieren könnt. Beispielsweise Interviewfragen oder Absage-E-Mails oder Arbeitszeugnisvorschläge oder bullsche Suche für Kandidatinnen. Das heißt, auch hier kann man das Ganze nutzen. Das sind der erprobte Prompts, die man hier nutzen kann. Und ich habe das Ganze natürlich noch so ein bisschen weiter ausgeführt in diesem Artikel hier mit den wichtigsten Prompts fürs HR und Recruiting. Kann man sehr gerne ansehen. Ganz, ganz wichtig, wenn ich solche Dinge mache, respektive nutze, dann werde ich immer und immer wieder darauf angesprochen, wie kann ich die Texte einfach noch ein bisschen verbessern. Gerade wenn ich vielleicht hingehe und sage, ich habe ein Stelleninserat, das ist ein bisschen kompliziert jetzt das Ganze. Viele von euch, von Ihnen kennen vielleicht das Tool DeepL.com und bei DeepL.com gibt es auch ein DeepL.com Write. Und mit DeepL Write kann ich hingehen und Texte einfacher, pragmatischer, professioneller, akademischer und so weiter entsprechend hingehen. Und ich habe jetzt so ein Stelleninserat mal genommen, ja, und habe gesagt, mach das bitte im Schreibstil einfacher. Rechts ist das Original. Dann geht man da hin und schon sieht man, dass das Ganze, wenn ich das reingebe, auch viel, viel gekürzt wird, praktischer ist und pragmatischer ist. DeepL.com Write, auch eine KI übrigens aus Deutschland, deutscher Datenschutz ist da im Einsatz, kann ich das Ganze nutzen. Und ich habe da verschiedene Stile, von einfach über kompetenter, professioneller, akademischer, kann ich das Ganze umsetzen und vielleicht mein Ergebnis, das mir bereits geschrieben wurde, nochmals ein bisschen vereinfachen oder auch E-Mails korrigieren etc. pp. Eine Frage, die gestellt wurde hier ist, wird automatisch gegendert? Es wird dann automatisch gegendert, wenn die benutzerdefinierten Anweisungen das Gendern beinhalten. Das heißt, ich habe bei meinen benutzerdefinierten Anweisungen, habe ich drin, dass gegendert wird. Und zwar, wir machen es mit einem Doppelpunkt, also KundInnen, ja, machen wir das. Und das wird dann auch so übernommen. Das heißt, nur wenn ich das bei den benutzerdefinierten Anweisungen hinterlege, dass ich eben das möchte, dann macht es auch. Ja, und ich habe den Anleitungstext respektive, wie das besser funktioniert, wie man das Ganze nutzen kann, habe ich sehr gerne hinterlegt und gebe auch gerne nochmal den Link dazu, damit man das Ganze auch nachlesen kann. Ich habe übrigens meine benutzerdefinierten Anweisungen für das Webinar hier extra noch reingepackt. Das heißt, wenn man ganz unten im Artikel mal runterscrollt, sieht man mein Gender respektive mein Thema, wie das Ganze umgesetzt wird. Vielen lieben Dank an der Stelle für diese Frage. Und wie gesagt, natürlich können wir noch viel, viel mehr machen im Rahmen von Prompting. Für mich wichtig sind nur drei Dinge. Nummer eins, bitte unbedingt immer sich überlegen im Vorfeld, was will ich genau, mit welchem Ziel, mit welchen Ressourcen, welches Format und welches Stil will ich haben. Dazu gibt es zahlreiche Anleitungen, respektive von mir mal so die wichtigsten Prompts zum Ausprobieren. Einen haben wir gerade live gesehen. Und diese werden natürlich viel, viel besser, wenn ich das Ganze noch hinterlege mit benutzerdefinierten Anweisungen. Klingt es auch nach mir, respektive kann ich das Ganze viel, viel besser nutzen und anpassen. Und wer dann doch noch so ein bisschen das Ganze verbessern möchte, mit DeepL.com Write kann ich Texte automatisch korrigieren, einfacher schreiben. Mit einem einzigen Klick geht das wunderbar und auch viel, viel schneller. So, auch an dieser Stelle gerne nochmals ganz kurz reinschreiben in den Chat, wenn das hilfreich sein sollte, wenn man Fragen hat zum Thema Prompting. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee in der Zeit, freue mich über Feedback. Vielen lieben Dank fürs erste Feedback schon mal, sehr geschätzt. Dankeschön. Wunderbar. So, wie gesagt, das Ganze steht und fällt natürlich auch so ein bisschen mit den Möglichkeiten, das Ganze ausprobieren. Bitte nutzen Sie auch die entsprechenden Prompts, die ich mitgegeben habe. Da kann man so ein bisschen sich dann rantasten und auch rausfinden von wegen, was da so ein bisschen dahinter steckt. Ja, auch da nochmal der Hinweis, die ganzen Links, die ganzen Prompts, die sind hinterlegt in der Dokumentation. Ganz oben im Chat kann man die runterladen. So, wenn keine weiteren Fragen sind zum Prompting,
Ja, man könnte ein ganzes Webinar über Prompting machen. Gehe ich noch so ein bisschen darauf ein, von wegen, was kommt auf uns zu, respektive was passiert da draußen, gerade so bei der größten Plattform LinkedIn. Und was viele Leute ja vielleicht so ein bisschen mitgekriegt haben, LinkedIn, das gehört ja auch zu Microsoft, übrigens genauso wie die Firma OpenAI eine Beteiligung hat durch Microsoft. Microsoft besitzt nämlich 49% an OpenAI, sprich an der Firma, die hinter ChatGPT steckt und den Sprachmodellen GPT-3.5, GPT-4 und GPT-4o. Und das ist auch schon so ein bisschen reingeflossen in zahlreiche Dinge, die auf LinkedIn unterwegs sind. Beispielsweise natürlich gerade, wenn ich irgendwie Inserate schreibe, dann sieht man in letzter Zeit gerade mit dem Recruiting Manager, dass es automatische Vervollständigungen gibt. Das heißt, ich muss nur noch heutzutage einen Jobtitel eingeben und auf der Plattform ermöglicht es mir, direkt ein Jobinserat zu erstellen. Und ich kann das Ganze auch noch ergänzen mit Personen, die bei mir arbeiten und das Ganze noch mit den entsprechenden Fähigkeiten, Qualifikationen und Skills zu ergänzen. Das ist einerseits spannend, weil diese Funktionen immer mehr unseren Alltag erleichtern. Auch zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail oder eine In-Mail schreibe, wenn ich im Recruiting unterwegs bin, das Ganze über LinkedIn mache, hat es bereits Textbausteine und Vorlagen. Die unter euch, die unter Ihnen, die vielleicht auch ein Premium haben, das bereits auch auf der persönlichen Webseite gesehen. Das heißt, gerade in dem Moment natürlich ist es immer spannender, gerade wenn ich weiß, von wegen die KI verbessert mir beispielsweise auch mein Profil. Das heißt, wenn ich gerade irgendwo mit Premium unterwegs bin momentan, dann kann ich hingehen und mein Profil automatisch updaten lassen. Das ist insofern spannend, dass ich weiß, von wegen eine coole Sache. Ich habe hier die Möglichkeit, mit KI mein Profil so anzupassen, dass es auf das Stellungsrat dann optimal passt, dass auch Bewerbungen und Bewerber sind hier mit KI klar im Vorteil. Für uns im Recruiting vor allen Dingen spannend, weil natürlich dieselbe Funktion genutzt werden kann für zahlreiche weitere Punkte, wie unter anderem eben diese automatischen Stelleninserate und oder eben auch das Anschreiben über den Recruiter, was ich auch noch ganz kurz live zeigen werde. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, gerade wenn es um KI geht, Thema Fachkräftemangel natürlich, auch das ist ein großes Thema auf LinkedIn. Wir wissen, dass grundsätzlich jede siebte Fachperson einen IT-abhängigen Job sucht. Also wir haben immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert hier. Natürlich einerseits, wir haben Fachkräftemangel, gleichzeitig suchen gute Talente auch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Wo weiß ich das? Mit Recruiter Lite jetzt in der Variante kann ich hingehen und beispielsweise nach Personen suchen, die gewisse Fähigkeit und Fertigkeiten mitbringen, gewisse Ausbildung mitbringen. Und da kann ich hingehen und sagen, du, ich habe 94.000 Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz mit einer IT-Spezialisierung. Davon sind 14.000 offen und 3.400 sind aktiv auf der Suche, sind jetzt ansprechbar auf der Plattform. Das heißt, in dem Moment eine sehr, sehr hohe Anzahl, respektive eine sehr hohe Trefferquote, gerade wenn ich das Ganze irgendwie nutzen will. Der Recruiter übrigens, eine Premium-Lösung, kostet ungefähr 1.000 Franken im Jahr. Kann ich natürlich auch entsprechend noch ergänzen mit weiteren Möglichkeiten. Und gerade wenn ich weiß natürlich, dass es nicht nur jetzt im Rahmen von IT-Personal immer mehr genutzt wird, kann ich natürlich das Ganze auch auf andere Bereiche runterbrechen. Warum sage ich das? Gerade natürlich, wenn ich eine gute Bewerbermanagement-Software habe, unter Umständen vielleicht Dualoop, und ich hingehen kann, das Ganze schön streamlinen kann, muss ich verstehen, dass natürlich das irgendwo einen Ansatz braucht und ich die richtigen Talente erstmal finden, respektive dahin bringen muss. Und das Schöne jetzt gerade, und ich sage es sehr gerne live nach, ist, wenn ich auf LinkedIn bin, habe ich die Möglichkeit, nach Wunschkandidatinnen und Kandidaten zu suchen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, gerade jetzt, wenn ich irgendwo hingehe und sage, ja, ich suche jetzt wirklich die absolut perfekte Person, die zu mir passt hier, dann kann ich das machen, eben mit diesem Recruiter. Aber ich zeige mal ganz kurz, wie das live funktioniert, für all die, die noch nie gesehen haben, was so ein bisschen dahinter steckt. Wechsel dazu ganz kurz rüber. Werde gleich nochmal aus dem Bildschirm teilen von meinem Recruiter-Bildschirm, damit das Ganze ein bisschen besser sieht hier. Und LinkedIn Talent Solutions, das dauert jeweils 1-2 Sekunden und schon sind wir wieder live. So, was steckt jetzt da dahinter? Kommt jetzt gleich hier live und wechsle gleich mal kurz rüber. Ich kann hier mit dem entsprechenden Algorithmus von LinkedIn, kann ich einerseits Projekte anlegen. Das heißt, ich kann so entsprechende Suchen starten. Zum Beispiel, wenn ich jemanden suche im Bereich, machen wir so eine Suche angelegt hier. Das ist bis jetzt ein paar Wochen her. Bereich Supply Chain Management. So, kann ich hingehen. Dann kann ich mit einem Klick hier, sehe ich von wegen, aha, ich habe Personen hier gefunden, wunderbar, sind auch an meinem Unternehmen interessiert. Ich habe so einen idealen Match hier, wenn es genau um dieses Thema hier geht, wenn ich jemanden suche mit dieser speziellen Fachkompetenz, für entsprechende Möglichkeit, respektive Kategorien.
Ich kann es übrigens als Projekt anlegen und sagen, beispielsweise, ich suche laufend irgendwelche Projektleiter, Praktikanten oder Systemtechnikerinnen und Techniker. Und auch das geht relativ schnell, indem ich ein Projekt anlege und das mir laufend dann Menschen in die Pipeline reinspielt. Das heißt, wenn ich jetzt empfohlene Treffer angucke, von wegen, da gibt es 5 neue Personen, die mir empfohlen werden aufgrund von einer Stellenausschreibung, da geht die KI hin und macht mir ein automatisches Sourcing, also die Suche auf der Plattform und findet mir im Rahmen meinem Kandidatenpool passende Personen, das dauert so ein bisschen, bis er gelandet ist, so, und ich sehe 5 Treffer, die jetzt offen wären, um von mir angeschrieben zu werden, ob sie wirklich wechselwillig sind, das möchte ich jetzt dahingestellt sind, zumindest sagt der Algorithmus, dass ich hier im Rahmen von meinem Talentpool Menschen finde, die das Ganze vielleicht interessieren könnte, ganz, ganz wichtig, nicht, dass ich jetzt sage, die Personen suchen aktiv einen Job, aber sie könnte es interessieren. Jetzt, warum ist das wichtig? Gerade wenn ich vielleicht sage, ich habe jetzt eine Person und ich suche aber eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, habe ich hier die Möglichkeit, nach Wunschkandidatinnen und Kandidaten zu suchen. So. Und ich erlaube mir mal ganz kurz hier einen Namen einzugeben. Ich hoffe, du verzeihst mir das, Daniela, aber ich werde das natürlich sehr, sehr confidential behandeln. So, mal gucken. So. Sie kommt. Wunderbar. So. Jetzt, wir suchen, was praktisch unmöglich ist, eine Person, die dieselben Fähigkeiten und Möglichkeiten mitbringt wie Daniela. Wir versuchen es trotzdem irgendwie runterzubrechen. Mal schauen, wie erfolgreich wir gleich sind hier. Und das dauert ein Momentchen. Ich habe hier sozusagen Daniela als ideale Kandidatin definiert, mit ihrer Erlaubnis jetzt in dem Moment. Vielen lieben Dank. Und der Algorithmus, der KI-Algorithmus findet, es gibt Menschen, die zumindest eine ähnliche Qualifikation mitbringen. 9200 Personen sind das unterdessen. Keine Person ist an meinem Unternehmen jetzt interessiert, was völlig okay ist. Ich werde beim Standort noch ein bisschen runterbrechen. Mal gucken, ob ich das Ganze auf Schweiz, Deutschland und so weiter runterbrechen kann. Mal erstmal Schweiz hier. Mal gucken, wie viele Leute ich auch der Schweiz vielleicht finden könnte dazu. Dann sehen wir gleich live das Update, wie es von 9200 Personen runtergebrochen wird. Dauert ein Momentchen hier. So, kommt gleich. Es sind jetzt noch 43. So. Und wenn ich jetzt hingehe und ich suche vielleicht Leute in der Region Zürich beispielsweise, bin aus Winterthur, das heißt, das zählen wir jetzt mal ganz global zur Metropol-Area Zürich. Ich liebe die Amerikaner, manchmal haben sie ganz tolle Bezeichnungen, so Zurich Metropolitan Area. So. Dann sind wir noch 43, aber man sieht ja bereits hier oben, ne, 17 sind aktiv, das heißt, die könnten finden und 4 haben Unternehmenskontakte. Was heißt das grundsätzlich? Diese 4 Personen, und da kriege ich mit einem Klick bereits die Person angezeigt, mit diesen Personen kann ich über mein Netzwerk direkt reingehen, weil die sind, na, Daniela ist natürlich auch darunter, ja, die sind in dem Moment natürlich jetzt gleich mal so ein bisschen ansprechbar. Nicht, ich habe nicht gesagt, dass sie nach einem Job suchen, sondern ich finde einfach Personen, die in dem Moment ähnlich sind, dass ich da hinkomme. So, und dann ist jetzt spannend, weil ich kann hier hingehen und beispielsweise die Person anschreiben, ja. Und das Schöne ist jetzt hier, wenn ich jetzt das hier reingehe, dann sehe ich hier, ich kann hier zum Beispiel hingehen und sagen, nach einer Vorlage suchen. Ich gucke mal kurz nach einer Vorlage, ob ich gleich was finde hier. Manchmal geht es ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter, gerade wenn ich hier so ein bisschen hier das Ganze reingebe. Ich mache es aber per E-Mail am besten. Ich mache es ein bisschen später. So, Zeitzone, morgen früh als erstes um 6 Uhr soll diese Person, ne, diese Nachricht kriegen. Dann denkt sie, mein Gott, diese Person ist super früh wach hier, da bin ich super wichtig natürlich. So. So, und ich zeige nur ganz kurz hier, was hier dahinter steckt. Ich kann hier grundsätzlich eine E-Mail senden an diese Person, an diese geschätzte Person und sagen, hey, ich habe dich gesehen hier, ich finde das grundsätzlich spannend, was du machst, möchtest du gerne mal dich austauschen mit mir? Jetzt das Schöne ist, wir werden uns das Zeitgründen ein bisschen abkürzen, kann ich hier direkt mal anklicken, kann ich dann zeitversetzt senden, ich kann das Ganze in einer Vorlage speichern und ich kann das übrigens bis zu 120 Mal machen jetzt diesen Monat, das heißt, ich finde bis zu 120 Möglichkeiten und vor allen Dingen finde ich das Ganze super, super schnell, das heißt, ich kann das Ganze innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit umsetzen. So. Und warum ist das jetzt wichtig? Natürlich, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie ich das einsetzen kann, gerade wenn es irgendwie so im Rahmen von KI und Recruiting geht. Aber wir müssen auch immer sehen, wegen, warum machen wir das Ganze? Weil natürlich, ich kann hingehen und jetzt bei LinkedIn natürlich wunderbar schnell Leute sourcen, Leute anschreiben, Leute irgendwie versuchen, für mich zu gewinnen. Letzten Endes aber, und das ist auch ganz wichtig zu sagen, ich mache das ja in dem Moment nicht irgendwie zum Selbstzweck, respektive einfach nur aus Spaß und Freude, sondern was ich machen möchte grundsätzlich, ich möchte ja die
die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt mit einem hoffentlich realistischen Aufwand irgendwie finden. Natürlich solche Funktionen wie Wunschkandidatinnen suchen oder direkte Ansprachen machen oder wenn ich so Projekte anlegen kann und hingehen kann und sagen, ich möchte die Leute schneller finden, dann habe ich die Möglichkeit, maximal von künstlicher Intelligenz zu profitieren, weil das ist ein bisschen auch mein Plädoyer. Ich glaube nicht, dass wir KI brauchen, aber wir sollten es nutzen, damit wir mehr Zeit und mehr Zeit für Menschlichkeit haben. Das heißt, genau da kann uns KI unterstützen. KI kann ich einsetzen, gerade wenn es um solche Themen geht. Und natürlich braucht es Menschen, die das Ganze verstehen. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie bisher da geblieben sind. Vielen lieben Dank für die jetzige Aufmerksamkeit und dass Sie hoffentlich in Zukunft noch ein bisschen mehr KI einsetzen und verstehen werden mit den richtigen Partnern und Partner. Ich glaube, Dualu steht Ihnen sehr, sehr gerne zur Verfügung, um die richtigen Talente zu finden, das Ganze auch wunderbar umzusetzen. Und wenn jetzt noch Fragen sind, dann sehr, sehr gerne. Schon mal vielen lieben Dank und ich bin offen für Fragen. Hallo Roger, hallo. Du hast viel über Do's gesprochen. Was sind so deine Don'ts bei KIs? Im Recruiting vielleicht, aber sonst auch KIs. Sehr gerne, Raphael, Dankeschön. Grundsätzlich, was ich ein bisschen erwähnt habe, das Ganze mit den VIP-Daten, also vertrauliche interne Personendaten, seid da dreifach und zehnfach vorsichtig, gerade wenn es um Cloud-Lösungen geht. Es gibt bei ChatGPT eine Einstellung beispielsweise, die mir erlaubt, eine sogenannte Team-Lizenz zu kaufen. Die kostet $25 im Monat, braucht mindestens 2 Lizenzen. Und dann habe ich aber die Garantie, zumindest steht es im Nachgewiss so drin, dass die Daten nicht zu Trainingszwecken genutzt werden. Ich will nicht, dass meine Daten zu Trainingszwecken in die USA zurückgehen. Das habe ich aber bei einer Plus-Lizenz beispielsweise nicht. Da werden die Daten trotzdem ins Training übergeben. Ich habe zwar den temporären Chat, immer so ein bisschen heikel, was ist temporär, was nicht. Das heißt, gerade bei Personendaten oder vertraulichen Daten, internen Daten, doppelt und dreifach vorsichtig sein. Punkt Nummer 2. Alles überautomatisieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich irgendwelche Plugins habe oder irgendwelche Lösungen und die schreiben nachher, sehr geehrter Herr Zwicker. Ja, und Daniela fragt sich dann dreifach von wegen, wer ist jetzt Herr Zwicker hier von wegen, ne, oder Herr Doktor irgendwas. Und gerade wenn man zu viel automatisiert und das nicht auch regelmäßig prüft und das Gefühl hat von wegen, jetzt kommt so ein KI-Bot, der mir nachher die ganzen Profile scrappt und anschaltet und so weiter, super, super heikel. Und Punkt Nummer 3, man darf die Menschen nicht vergessen im Hintergrund. Ich glaube, wir müssen alle immer mitnehmen, schulen, die Menschen befähigen, begleiten, weil letzten Endes, und das bleibt auch so ein bisschen so, die Menschen, da dreht sich's, ja, und die müssen verstehen, wie kann ich das richtige Tool zum richtigen Zweck, zur richtigen Zeit einsetzen, dann klappt's auch, ja. Und das Don't ist, vergesst die Leute nicht, respektive, und vergisst eben die ganz oft. Und das wären so meine Do's und Don'ts in dem Moment, Datenschutz, Hyperautomation und die Menschen dabei nicht vergessen. Hilft das? Danke, Raphael, sehr geschätzt. Gibt es sonstige Fragen? So, wunderbar. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann, Daniela, gebe ich gerne zurück an dich. Ja, da bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Also vielen, vielen lieben Dank für die vielen Inputs. Ich glaube, da können wir einiges mitnehmen. Auch ich, und ich weiß jetzt, dass wer noch sonst ideale Kandidatin, idealer Kandidat ist neben mir. vielen Dank und von unserer Seite auch danke, dass Sie teilgenommen haben. Wir freuen uns, Sie nächstes Mal wieder mal beim Webinar zu sehen und wünschen ganzen Dualu-Team, im Namen vom ganzen Dualu-Team noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.